Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Haus Flipper. Wir machen weiter in unserem Gaming-Zimmer. Wir haben in der letzten Folge hier schon ganz tricky mit einem Fenster eine Tür reingefaked. Und ich liebe diese Idee. Ich finde das großartig. Auf sowas muss ja erstmal kommen, ne? Aber das sieht so gut aus. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier für einen Boden reinziehen oder beziehungsweise vielleicht auch, was wir noch für Wände reinziehen. Vielleicht das hier einfach. Hat man noch so eine Leiste oben und unten. Aber ansonsten weiß, finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier uns das da unten nicht kaputt machen. Ah, verdammt, er ändert es. Da müssen wir da vielleicht doch nochmal gleich mit dem anderen drüber. Da haben wir ja... Da haben wir noch was von, genau. Toll, das ist einer. Egal. So. Hier drin. Ich meine, da macht das eh keinen Sinn, ob wir jetzt die nehmen oder was anderes. Weil es so oder so weiß wäre, aber geht jetzt halt so schneller, als jetzt Farbe zu organisieren. Ja doch, und es hat eine etwas andere Struktur, von daher ist das schon in Ordnung so. Ich glaube, ich muss davon noch was besorgen, weil wir diese Wand noch nicht fertig haben. Ich hoffe, eins reicht. Nee, eins reicht natürlich nicht. Und ich bin auch zu doof, es richtig anzubringen. So. Und diese Lücke. Und dann sind wir einmal rum damit, ne? Perfekt. So, ablegen. Ich hätte dich aber gern nochmal. Ja, ja. Es lag daran, dass wir es halt auf die ganze Fläche bezogen hatten und nicht nur halt, ne, auf diese Nische zum Beispiel. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann gucken wir jetzt, was wir hier in unser wunderschönes Gaming-Zimmer stellen. Wir brauchen erstmal natürlich einen schönen Schreibtisch. Ich guck mal bei Büro. Schreibtische. Hier sowas Eckschreibtischmäßiges wäre natürlich sehr praktisch, aber ich weiß nicht, ob der zu groß ist. Dann ist die Frage, was für eine Farbe? Weißes Holz, schwarzes Holz. Du bist doch nicht ganz so groß, wie ich mir das gerade gedacht habe. Nee, und schön ist auch was anderes. Hier hätten wir natürlich noch einen Eckschreibtisch, der so ein bisschen mehr aus Holz wäre. Du bist so glattes Holz. Ich wollte eigentlich weißes Holz. Da ist weißes Holz. Na? Komm schon. So. Ich glaube, für Gaming-Unterlagen wird der zu klein sein. Aber vielleicht für andere Aktivitäten okay. Ich lass ihn erstmal stehen. Du bist ja nicht viel besser. Ah, nee. Oh, was seid ihr denn hier interessant? Variante A. Ist auf jeden Fall in sehr vielen verschiedenen Farben. Der ist eventuell auch lang genug.
für Gaming-Sachen. Interessant. Ja, wäre auch interessant, glaube ich. Ja, wobei, da, na. Hier so massiver. Hier, das hier. Aber das haben wir schon in unserem Büro, ne? Da haben wir den ja schon genommen. Das ist die kleinere Variante davon. Hier vielleicht die gerade Variante nehmen. Weil dann sieht das so ähnlich aus wie unten. Nur, dass wir jetzt hier vielleicht eine andere Farbe haben. Schreibtisch vorm Fenster ist halt auch blöd. Ist auf jeden Fall tiefer, das ist besser. Ich weiß halt nicht, ob wir das hier hinstellen für, ich sag mal, andere, ne, Sachen, die ich halt so hobbymäßig noch mache. Dann hier Gaming. Oh, guck mal, da hätten wir ja auch den, der dazu passt. Auch wichtig, ne? Noch mehr Schubladen haben. Für den ganzen Krempel. Lagermöglich. Und warte mal, wie hieß der? Paxson. Müssen wir jetzt mal nach Paxson suchen? Dass wir da alles noch Schönes kriegen. Guck mal, hier auch Nachttische, Kommoden. Oh, das ist sehr gut. Die könnten wir dann alle noch hier mit reinstellen. Dann bin ich echt am Überlegen, ob ich den Schreibtisch hier dann doch loswerde. Nee, das finde ich dann nicht gut. Hier vielleicht neben. Und dann den Schreibtisch dann noch ein bisschen schieben. Ich mache den hier erstmal weg. So. War eine schöne Idee, aber ist gerade doch nicht so umsetzungsfreundlich. Richtet man die denn dann noch vernünftig auf? Es glitscht so ein bisschen, ne? Da müssen wir dich doch Mühchen rüberschieben. Na, na. Ja, das ist besser. Da an den Schreibtisch daneben. Ich da drunter wieder. Sehr gut. So, was haben wir noch? Leider schreibt. Ich brauche keinen Kleiderschrank, ne? Aber es ist schon interessant. Du bist höher als gedacht. Ich bin auch gerade am Überlegen. Ich wollte ja hier noch was ganz anderes hinstellen. Da macht die Kommode da überhaupt keinen Sinn. Ah, und ich glaube, du bist mir zu groß. Wartet. Das kriegen wir doch hin hier. Das sind Bänke, das sind Stühle, das sind Esstische. Mensch, da gibt es ja alles von. Ah, sowas hier auch. Das finde ich auch cool. Das ist eine Bar. Eine Bar wollte ich hier eigentlich nicht haben. Kücheninsel. Dass es nicht alles hiervon gibt. Das sind die Regale. Ja, sehr schön. Ich suche jetzt aber gerade Couchtische. Wow.
Wow. Ich suche jetzt gerade hier die Ecke. Weil ich nämlich am Überlegen war, hier dann einen Eckschreibtisch reinzuhauen. Ich kriege das heute noch hin. So. Dann den daneben. So, dann hat man jetzt zumindest einen großen Schreibtisch, um da dran zu arbeiten. Ich weiß nicht, du bist ja ganz kleine, ne, Schreibtisch? Noch daneben? Oder, nee. Das wird zu viel Schreibtisch. Eher die Kommode hier so neben. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann man nämlich hier sitzen und gewisse Sachen bearbeiten. Man kann hier sitzen und Sachen bearbeiten. Vielleicht mache ich auch hier das Gaming hin. So über Eck. Müssen wir mal gucken. Jetzt gab es hier ja noch diese wunderschönen Regale. Ja, da könnte was Größeres hin. Weiß nicht, ob ich da unbedingt an die Wand was machen will. Ob ich den jetzt hier haben will. Da oben nicht. Aber da gucke ich mich nochmal anderweitig um, nach was Schönerem, Besserem vielleicht. Hier den in größer. Für diese Nische. Ich glaube, das ist besser. Und hier vor wollte ich nämlich ein Sofa haben. Sollen wir mal eben beim Wohnzimmer gucken. Gehe ich hier jetzt rosa mit rein? Ins Gaming-Nerd-Zimmer? Oder grau? Müsste das Regal da eventuell weg? Ja, ich hätte da super gerne einen Sofa vorgehabt vor dem Fenster zum Hinfläzen. Aber dann sieht der Rest irgendwie komisch aus. Außer ich tausche vielleicht das mit dem hier. Oh, warte, es geht noch ein Stück nach hinten. Dann würde hier vielleicht doch ein kleineres Regal wieder Sinn machen. Wobei, so schlecht ist es nicht. Und dann da noch irgendwie eine Pflanze rein oder so ein kleines... Oh ne, warte, sowas Kleines, Niedriges und dich woanders hin. Oder halt weg. Weil du passt da in die Lücke, ne? Aber dann würde ich da vielleicht auch was anderes machen. Wie hoch bist du? Passt du da rein? Passt da nicht zwischen, ne? Schade. Doch, du würdest dazwischen passen. Das wäre natürlich super.
Aber dann nervt der. Das ist halt gerade so der Knackpunkt. Hm. Auch halt Stauraum. Bin gerade echt am Überlegen, ob ich dann eher sage, wir machen hier was Kleineres hin. Ich nur die Schreibtische eben wieder finden. Hier. Dass man da den kleineren nimmt. Ja, warte, jetzt stehst du natürlich im Weg. Und auf der anderen Seite dann vielleicht auch nur sowas Kleines. Man einfach noch so eine Erweiterung im Prinzip hier hat. Hm. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt. Wir gucken jetzt aber mal, was wir hier noch zaubern können. Warte mal, wo waren die ganzen Gaming-Sachen? Waren die bei Hobby? Nee, ne? Spezialobjekte auch nicht. Wo waren die denn? Oder waren die hier? Bücher, Kunst, Musik, Sonstiges? Nee. Elektronische Ausrüstung. Unterhaltung, Gaming. Hahaha. Okay. Wir brauchen natürlich einen Monitor. Rot, blau, weiß, dunkelblau, schneeweiß, grün, gelb, orange, rosa gibt's hier nicht. Halligalli, Leon, Farben, einmal alles. Hm. Ich enttäuscht. Weil hier ist Kacke mit der Maus. Warte, dann machen wir das als Gaming-Tisch. Aber du nervst dann. Ja, das machen wir einfach nur so als Ablageerweiterung. Nicht, dass man sich da halt wirklich dran setzen kann. Auch ein Kopfhörer. Wie mit den Kitty-Ohren, ne? wir brauchen... eventuell noch einen Zweitmonitor, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Oh, so einen kleinen? Achso, du bist mit so einem ganz komischen Griffelarm. Ne, das finde ich dann doof. Uraltcomputer, Webcam, Mauspad. Natürlich mit RGB-Beleuchtung. Natürlich. Oh, hier haben wir noch einen anderen Panorama. Oh, du wärst mit RGB-Beleuchtung. Aber da hinten nur, ne? Oh. Ja. So hätte ich das gern. Nee, aber ich finde... Oh, ja. Oh. Ist aber auch nicht schlecht. So. Lassen wir mal so. Du siehst platzfreundlicher aus, aber du bist so hoch. Und du gehst nicht hier hin, doch. Hm. Ne, dann lassen wir das so. Mikrofon, Tastatur, natürlich mit RGB-Beleuchtung. Also wenn schon, dann fancy, ne? Kopfhörer haben wir, wobei seid ihr, ihr wärt mit RGB-Beleuchtung. Ich glaube, ich will lieber Kopfhörer mit RGB-Beleuchtung anstatt Kätzchen. Auch wenn die Kätzchen-Dinger echt süß sind. Aber es muss alles leuchten und funkeln. Nee, schwarz ist schon besser, ne?
Dich müssen wir dann, ja, dich müssen wir leider hier drunter stellen, weil auf dem Schreibtisch hast du halt keinen Platz. Aber du darfst natürlich ganz toll RGB-mäßig vor dich hin funkeln. Auch eine RGB-Maus, ne? Die darf auch nicht fehlen. So. Ja, ganz ehrlich, ne? Mein Schreibtisch sieht wirklich so aus. Hier leuchtet alles. Wunderschön, RGB. So, wir brauchen Konsole. Das ist eine Xbox-Verschnitt. Eigentlich habe ich hier an meinem PC nur die Switch stehen. Und sowas halt, ne, wie Playsee und so, das steht im Wohnzimmer. Brauche ich ja hier nicht. So, Musikanlage brauche ich jetzt auch nicht, aber so ein Tablet wäre schon nice. Mein Tablet ist in so einer Farbe. Details. Achso, da unten dieser Knopf. Der ist nicht RGB. Das habe ich hier halt dann auch noch so rumfliegen. Ist auch immer an. Ich habe so ein Pen. Der fliegt auch immer, keine Ahnung, worum. Den suche ich immer. Nee, Telefon habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch alles nicht. Das brauche ich nicht. Cyberpost. Natürlich auch interessant. Ventilator. Ja, den könnte ich jetzt gerade gebrauchen, ne? Oh. Guck mal, hier sowas wie Lautsprecher habe ich gar nicht. Zumindest jetzt nicht hier auf meinem Schreibtisch. Also, in echt ja, aber hier jetzt gerade nicht. Da stellen wir da einen hin und da einen hin. Weil ich habe lieber halt so Sound meistens an, anstatt, ne? Übergedönsend. DVD-Player, ne. Den Krempel brauchen wir nicht. Okay. Das sieht auch schon mal gut aus, was das Gaming-Zubehör angeht. Jetzt brauchen wir noch einen Schatul. Büro. Sessel. Gibt es denn hier so einen richtigen Gaming-Stuhl, so einen Gamer-Stuhl? Das hier ist doch ein Gamer-Stuhl. Steht doch dran. Will ich den? Kann der RGB? So, ich bin ready. Das sieht doch gut aus. Okay, man sitzt nicht ganz so perfekt davor, aber das kriegt man schon gebacken. Ich schiebe das mal näher ran. Wir sind ja gerade nur im Aufräumen-Modus, ne, nicht im Gaming-Modus. Das ist doch super. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch restliche Dekoration für diesen Raum machen, Beleuchtung etc. Das machen wir dann aber in den nächsten Folgen und nicht mehr heute. Ich finde, das Setup ist erst schon mal gegeben. Damit können wir schon mal arbeiten, schon mal Videos aufnehmen. Wunderbar. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.